Willkommen zu einem YouTuber-Turnier und ja, auf Tab seht ihr schon die ganzen Spieler, die dabei mitmachen. Und ich teame hierbei mit Nepanda, vielleicht kennen einige von euch. Nepanda? Nepanda? Nee, das sagt mir nix. Ja gut, dann stelle ich euch mal vor. Ich glaube, das reicht. Wir spielen Viper Snail. Ja, genau, das habe ich ganz vergessen zu sagen, denn ja, diese Kill-Kombination haben wir uns ausgesucht, da wir einen kleinen PvP-Vorteil haben wollten hier im Turnier. Und ja, ich habe schon mehrere Turniere halt mitgespielt, damals auch Quarterkill bei MCPP und da war es halt meistens immer so, dass die Leute gewinnen, die halt die meisten Kills haben. Und ich wollte auch mein Quarterkill schon ein bisschen besser ein Turnier, wo ich halt hunten gehe und wo ich halt nicht die ganze Zeit nur wie ein Noob da rumfarme und so. Und ja. Denk mal, wir holen uns jetzt erstmal, was sollen wir so in Stack erstmal oder so? Jo, Stack. Das Problem bei mir ist halt, dass ich halt nicht an meinem normalen PC bzw. Laptop spiele, sondern an einem anderen PC, da ich meinen Laptop eingeschickt habe, damit ich mehr FPS bekomme. Deshalb habe ich jetzt gerade nur so, ja, die FPS droppen halt viel zu oft jetzt, aber das soll mich nicht stören. Denn ich bin das ja gewohnt von meinem Laptop, aber egal, auf jeden Fall. Schaut das Video dann vielleicht ein bisschen anders aus. Das soll ich nicht stören. Okay, wie viel Pilze hast du bereits? 25, 40 so circa. Bin bei 45, 50. Gut, ich denke, ich laufe jetzt mal mit zu dir wieder, wenn ich jetzt hier fertig bin. Na gut, hol mir jetzt erstmal ein bisschen Holz und dann laufe ich direkt zu dir. Sag mal deine Koordinaten schon mal grob. Minus 170, minus 430. 5 Minuten fühlen sich irgendwie nicht so lange an, wie ich dachte. So, ich mache mir jetzt kurz Sachen. Da habe ich auch eine Steinspitzhacke. So, noch eine Axt dazu gemacht. Okay, dann sagt deine Koordinaten, dann komm ich. Momento. So. Warte kurz. Ich bin bei minus 170, 420. Minus 420, ne? 100, minus 170, minus 420, genau. Okay, ich bin jetzt bei dir. Perfekt. Wollen wir hunten gehen? Oh. Warte, dann lass mich nur kurz ein Steinschwert machen. Was hast du noch gar keins? Warte, ich kann dir eins machen. Wenn du mir eine. Hier, warte, ich geb dir das. So und so. Achso. Aber die ersten Kills könnten wir machen, weil die ist eh alle meinen gehen. Du meinst, dass wir von der Höhle von hinten überraschen? Ja, ja. Oh, ich hab so Angst. Ach, alles gut. Wenn die zack, komm, auf geht's. Ja, hoffentlich fahren die halt. Wäre nice, wenn wir schon irgendwie einen ohne sein Team mit erwischen. Ich rede schon down. Ich glaube, die sind in der Schlucht, oder? Wollen wir runterspringen direkt? Ich weiß nicht. Sind da nicht. Doch, da unten. So, dann lass runter. Warte, nix. Ja, komm, lass runter. Da ist er. Da ist einer. Ist nur einer. Komm drauf. Ist echt nur einer. Den sollten wir kriegen. Oh, der hat schon 5 Eisen. Der fokussiert mich, Alter. Einfach drauf. Sterb nicht, ne? Der fokussiert nur dich. Ich puste. Das heißt, du hast Viper-Effekt bekommen, oder? Ist egal. Hab ich nicht. Oh, hoffentlich schubst du mir nicht aus. Ja, nice. Okay, nice. So, lass uns hier Eisen fahren. Oben kommt, kommt einer, zwei. Okay, warte. Und über uns, Naughty Crow. Über uns. Oh nee, bitte nicht, eher. Naughty Crow und Jason. Warte, lass zusammen gehen. Na Jungs, was habt ihr vor? Ich hab überhaupt Er ist runter. Lass auf Jaden. Okay. An beide Eisenschwertern. Oh, RIP, Alter. Da leckt, glaube ich, ein bisschen. Mein Schäfer ist gleich kaputt. Oh fuck, ich muss gleich recraft sein. Ja, ich hab einen. Komm, schnell. Mein Schwert ist kaputt. Ich muss Axt benutzen. Okay.
Ich recrafte. Komm drauf, 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 drauf. Er hat recraftet. Ich hol mir ganz schön Scheißbrett. Hältst du durch? Ich hoffe ja. Ich halte aber nicht mehr lange durch, glaube ich. Ich hab noch eine Bar gerade. Gedeff, gedeff, gedeff. Komm zurück. Ich bin wieder zurück. Ich hab ein Schwert. Kannst du kurz abhalten? Der will weg, der will weg, der will weg. Der konnte aber nicht weg. Komm drauf. So, hab ihn. Oh nice. GG, Alter. Fuck, Alter. Wir haben gerade, glaube ich, einen der besten Teams getötet. Nice, man. Ich hätte niemals gedacht, dass wir die kriegen, Alter. Auf geht's. Jetzt müssen wir Eisen machen. Hast du auch ein Eisenschwert? Hast du auch ein Eisenschwert? Ich hab ein Eisenschwert, ja. Perfekt, ich meine. Ja, wir haben Schaden getötet. Nice, man, auf geht's. Ja. Alter, ich hab niemals gedacht, dass wir töten. Ich dachte, ich war mal so sicher. Natürlich töten wir, Alter. Die hatten ein Eisenschwert da, man. Übelst knapp. Ich hab so mein Leben. Ich hab so gezittert. Meine Recrafts waren so wert. Aber meine Refills waren. Hier, fokussierst du Kohle, ich Eisen? Ich hab hier nämlich schon einen Ofen. Ja, ich hol noch kurz das ganze Eisen, was hier ist, und dann. Ja, da. Kohle hab ich schon ein bisschen. Scheiß auf irgendeine Eisenfang-Taktik, Alter. Ja, der Viper ist so geil, Mann. Das war echt. Ohne diese Kombi hätten wir die niemals gezogen. Also, ich hab schon irgendwo Ofen. Ehrlich, wo? Da, hinter dir. Da. Ah, da brennt schon. Ist perfekt. Noch mehr Stein. Ich muss ein bisschen Eisen farmen da oben, weil ich habe noch nicht für voll gefarmt. Ich habe nur 21 gehabt. Jeder macht sich selbst davon. Ne? Jo, und lass dann gleich hoch, Pilze farmen. Und dann holen wir uns gleich die nächsten. Wir gucken halt erstmal, ob die halt zusammen sind oder alleine, weißt du? Ich deck mich da mal kurz hoch. Weil die in der Pilze. Mit meinem Texture Pick, glaube ich, nicht so gut Kies erkennen. Aber ich glaube, das hier ist Kies, oder? Was ist? Ja, das ist Kies, kannst du abbauen. Ja, ich habe voll, ne? Zwei Feuerzeuge, oder? Ja, na klar. Eisen ist noch übrig? Hast du schon voll? Nee, nee, mir fehlen 9 Eisen. Hier ist noch ein bisschen Eisen drin. Ich glaube, das solltest du hinkriegen. Hier, ich gebe noch erstmal das Eisen. Du machst das den Rest. Obwohl, ich will noch mal 2 Eisen haben, weil für ein zweites Eisenschwert. Oh, ich weiß nicht, ob ich ein zweites Eisenschwert. Ja, du musst, warte, ich will warten, dass du so voll hast. Dann können wir gucken, was wir machen. Weil ich meine, ein Slot. Und ein Slot kann bei mir echt manchmal tödlich sein. Jetzt bin ich voll. Kein Eisen. Perfekt. Ja, das einfach. Soll ich die Öfen mitnehmen? Jo, mach mal. Jo, ich baue kurz. Ah, ich habe meine Axt weggedroppt, als ich unten war. Hehe. Ah, ich baue kurz Holz ab für Bolts. So, ich mache mir aber echt nochmal eine Axt. Ja, ich habe 6 Axt. So, eine Axt habe ich jetzt nun auch. Wir haben noch Wassereimer, müssen wir uns noch machen, ne? Lass mal eine andere Höhle kurz suchen. Und dabei Pilz abbauen. Also, ich baue noch braune. Ich habe da noch so eine andere Seite von der Schlucht, aber ich glaube, da war. Ja, alles gut. Müssen wir jetzt nicht brauchen. Wir suchen uns dann eine neue Höhle kurz. Feast. Feast schon. Wenn wir nicht versuchen, noch einen Kill davor zu machen? Oh, ne, lieber nicht. Nö, das einfach zum Feast dann. Das meine ich ja noch mal ein bisschen kurz hier, versuchen Eisen zu finden. Alles vorsichtig gleich. Und was weiter in die Richtung? Oh, Saskia hat Poxari getötet. Hier findet man aber auch keine Höhle. Ja, dann lass zum Feast. Das wird jetzt sowieso zu knapp. Dann drop Ofen und so ein Kram. Wirf dann auch Feuerstein weg. Da belasse ich mal lieber. Ich wäre locker welche beim Feast towern. Aber ich habe eine Axt. Oh, scheiße, viele werden halt Stomper spielen. Ne? Mhm. Kennst du den Clip von 2015? Nee. Zack, Stormswaters ist. Glaube ich nicht gut. Wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass das Scout spielt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Vorne ist einer. Jan gerannt. Mal hier hoch. Aimstone Stones wird das da hinten. Okay, ich glaube, das Beste ist, erst zu warten, bis wir gezwungen werden zu kämpfen, oder? Ja. Das ist alles andere. Verschwendung. Das gebaut sich hoch. Okay, der Typ hat Uncharted das. Wie wär's einfach, wenn du hier bleibst und ich die Sachen aus dem Schieße und du guckst, ob er stompt oder nicht? Das wäre die beste Sache. Oder weil wir einen auf Enchanter machen. Soll ich versuchen, den Enchanter zu holen? Ja, wir könnten versuchen, den Enchanter zu holen. Aber ich weiß nicht, ist es mit Lapis hier oder nicht? Mhm, unter uns. Ich glaube, am schlauesten ist es einfach nur den Enchanter zu nehmen. Du kannst ja den Enchanter auch im Sneak abbauen. Ja, aber die Sache ist, ob ich den Enchanter kriege, ist halt so, weißt du? Na, 1000 Leute, die Kisten aufmachen. Okay, das heißt. Du bleibst einfach hier und guckst, ob er stompt, okay? Reicht aber ziemlich laut. Sag mir, wenn er stompt. Er droppt einen Potion. Och. Hat er getroffen? Noch eine Potion, weil er stompt nicht. Stompt immer noch nicht. Er stompt, er stompt, er stompt! Jetzt passiert nichts. Hab ihn! Renn, 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 renn! Wohin? Ah, okay. Ich hab alles, was wir wollen. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Und weg. Alles, was wir brauchen. Boah. Was hast du? Enchanter und Dia Chestplate. Oh, nice one. Und weg hier. Ab geht's, auf geht's. Jetzt wird gefarmt. Boah, ich hab einfach das bekommen. Das Beste, was es gibt, habe ich heute bekommen. Also ich nehme meinen Eisenpanzer noch mit. Oh mein Gott. Boah, wir könnten uns so Anker. Wir müssen uns ein Anvil machen. Anvil? Ja, und dann Sachen zusammentun. Könnten wir echt machen, aber. Dann haben wir so Top 3. So, wenn man. Ey, Leute, das würde sich halt echt lohnen. Ja, komm. Das Deathmatch beginnt nach. 120 Minuten. 120 Minuten, Leute. Okay, dann lass das machen. Irgendwann wird halt jemand kommen, aber wir sind Vipers nicht. Aber wir haben halt alles bekommen, was. Oh, ich brenne. Ups, Alter. Halt, das ist geil.
Feuer ist gegen dich. Nice, da ist auch gleich der Sumpf. Hier ist Kohle. So, ich werde gleich erstmal mein Schwert als erstes enchanten. Sharpness 1. Ich weiß, was die anderen machen, ob die anderen fighten. Aber nein, oder? Ich weiß es nicht. Also, Azuki hat jetzt richtig verkackt, weil er keinen einzigen gestompt hat. Bleibst du, bist du bei mir? Ja, ich bin bei ihm. Also, hier um die Ecke bin ich. Willst du mir dein Schwert geben? Oder hast du schon enchanted? Oh, das Knockback. wir machen den noch einen. Egal, das ist sehr gut. Ich habe ja auch überlegt, ob ich Grandpa spielen will. Sehr nice. Wir müssen, Dings, immer extrem auf Traps achten. Ja, lass nochmal in den Sumpf. Ich hole mir ein bisschen Holz und dann muss ich mir neue Axt machen und dann ein bisschen Kohle farmen und so. Also, wir versuchen, einen Anvil zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie man den Anvil craftet. Aber wir müssen das, wir könnten das halt so geil machen, ne? Wir könnten uns so OP machen. Wir könnten uns ein Schaden des Dings schärfen. Ich glaube, man braucht aber. Wir brauchen halt voll viele Level, ne? Mobs töten wäre natürlich eine Idee. Ja, genau. Ja, gleich meine Axt für nehmen. Warte, ich habe ja noch ein Steinschwert. Meine ist einfach kleine Schlucht oder so. Ich denke, eine Höhle wäre auch besser. Ah, ich habe wieder zwei Level. Perfekt. Protection. Nice. Ah, fuck. Jetzt muss ich mich in eine... Am liebsten würde ich ehrlich gesagt gegen Stone Sword fighten. Ja, ich auch. Ah, ja. Aber wir müssen hier erstmal... Wir müssen Enchanter, du. Ah, hier sind ganz viele Schafe. Kannst du Enchanter aufstellen? Jo. Das ist einfach nur auf Full Protection gehen, oder? Ich versuch nochmal meine Schuhe zu enchanten, die ich habe. Federfall. Lohnt sich Federfall? Nee. Doch, eigentlich schon. Wenn du runterfällst, kriegst du ein bisschen weniger Schaden. Und vielleicht überlebst du deshalb einmal. Also es lohnt sich auf jeden Fall mehr als schusssicher. Federfall. Protection. Oh, Schaf, dahin gibt bitte genug XP. Ja, Protection und Aqua Infinity. Oh mein Gott. Perfekt. Ja, man kann wieder unser Wasser besser atmen. Lass mal noch Ersatzeisenschwerter machen. Lass mal jetzt eine Höhle einmal finden. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Ja, ich komme dann richtig. Yep, nice. Hoffentlich gibt es da viel Kohle. Du kannst ja aber Eisen abbauen, ich hole da viel Kohle. Hier ist auch gleich Gravel. Also, und hier ist auch Eisen. Sehr gut, dass da Gravel ist. Ja, ich baue das Eisen ab, du holst hier Gravel. Und hier ist gleich Kohle, geil. Boah, ich bin ein richtiger X-Rayer. Ich baue dir Stein ab, das kannst du gleich aufsammeln für den Ofen. Hier liegt ganz viel Stein drin. Wir haben noch ein bisschen mehr Eisen. Ich würde mir nämlich gerne ein zweites Eisenschwert machen. Oh, hier. Hier ist auch noch ganz viel Kohle. Und hier ist noch Eisen, perfekt. Wie braucht man denn für den Anvil? Ich bin nicht ganz sicher, ob man 3 Eisenblöcke oder 4 braucht. Oh Gottes Willen. Ist ja noch ganz viel Kohle. Ich seh dich. Hi. Bau mal hier die Öfen auf. Das ist mein zweites Eisenschwert. Du kannst ja auch noch ein zweites machen, weil du hast ja Knockback. Smite. Hier kannst du haben. Irgendjemand wird halt das Bonusfies finden. Sollte ich auch noch eins enchanten? Auf Sharpness. Jo, während du das versuchst. Schon wieder Smite, ey. Was soll das denn? Du kannst ja auch nochmal versuchen, neue Schuhe zu machen auf Protection, ne? Wollen wir einen töten? Versuchen? Gehen? Dann? Wir haben voll den krassen Vorteil. Eigentlich, ja. Also, meine Frage, was ich gerade überlege, du hast einen zweiten Stack Pilze, ne? Ja, so circa. Warte, ich mache mir davon auch noch die Eisenspitzhacke und so. So, was brauche ich denn jetzt? Achso, ich wollte mir Eisensachen machen, genau. Obwohl, oder soll ich. Ich mache, glaube. Noch eine zweite Hose. War ich da auf? Den Rest mache ich halt andere Sachen. Du musst keine zweiten Sachen haben, ne? Ich hab ein zweites Eisenschwert jetzt. Das ist halt ein Drückstoß. Okay. Keiner, vielleicht kann man es ja noch irgendwie am Pit oder so gebrauchen, um Leute runter zu schubsen. Okay, dann. Auf geht's. Ja, wir haben trotzdem keine Eimer gemacht, ne? Warte, ich mach noch Eimer. Willst du auch einen Eimer? Jo, unbedingt. So, ich fahr mir noch ins Deck Holz, weil das brauchst du am Pit halt. Aber ich weiß nicht, sollten wir. Das Pit ist nach 2 Stunden, haben wir gesagt, ne? Ja, ja. Ich würde jetzt noch nicht für das Pit ausrüsten, oder? Ja, stimmt, hast recht. Ich schmeiß das auch wieder weg. Wollen wir uns eine Kiste machen hier? Wo wir dann später drauf zurückgreifen und dann halt und dann handeln gehen. Wir müssen halt jetzt nicht richtig hoffen. Ja, warte, ich mach uns Koordinaten passiert auf. Suki hat sich entdeckt. So. Da machen wir was rein. Sachen. Mach mal eine Kohle hier rein. Perfekt, dann lass das zumachen. Warte, das Holz packe ich da auch mit rein. Dann lass jetzt versuchen, ein oder zwei Leute zu töten. Also theoretisch müssten wir die Leute mit dem besten Stuff sein. Also könnten wir zumindest. Komm, Zickzack YouTube. Jack, nur Zickzack YouTube, keinen anderen. Ja, pass auf, wenn du auf Gras läufst, trink Kaya. Ja, ja. Ich bin mir so sicher, dass irgendjemand gerade einen Treff haben. Ich spiele das Spiel nicht seit gestern. Ich weiß, aber trotzdem. An Kaya denkt man eigentlich nie. Und da hinten sehe ich die beiden unter der Erde. Was? Ich bin fies, wenn die gehabt haben. Ja, und Enchanter ist weg. Bug! Wollen wir gegen die? Schönes Schild, ja. Ja, die haben auch ein Dings, ne? Das weißt du ja nicht. Ja, die haben den Enchanter, safe. Nicht darunter. Die haben kaum was. Die haben, glaube ich. Ich weiß nicht, also sie haben auf jeden Fall nichts enchanted, das wollen wir darunter. Wie viel Schaden macht der Moment hier?
Würde das uns einen One-Shotten? Willst du runter, oder was? Ja, ich würde runter. Dann warte ich das im Wasser einmal oben. Scheiße, nehme ich mit. Wir werden eine Trap haben. Ja, pass auf. Eine Launcher-Trap geht hier auf St. VHD nicht. Ja, das versucht schräg zu kommen. Komm mit, bist du bei mir, hinter mir? Ja, warte, ich gehe ganz kurz ein bisschen weiter nach oben, so dass sie denken, dass wir rauskommen. Die wollen sich raus. Die wollen sich raus. Und glaube raus. Ja, die bauen sich hoch. Und hinter uns ist auch einer. Saske. Wollen wir Saske töten? Nein, das machen wir nicht. Sneak. Wenn ich hier runterkomme, greifen wir ihn an. Saske ist aber deiner. Ich weiß aber trotzdem nicht. Ich hab echt keinen Bock, gegen ihn zu verrecken. Wenn ich 12 Sekunden gegen ihn... Wir sind oben. Wann heiler und zieht, ey. Aber ich habe halt das Problem, wenn wir... Warte, ich hab Wasser. Kommst du unter mir? Nee, die nicht. Das andere. Komm, wir suchen uns andere Gegner. Da unten. Sneak. Die sind getrennt. Versuch da rüber zu gucken und guck, ob die in der Schlucht sind. Wenn ja, machen wir MG runter. Die sneaken. Ja? Ist das ein Höhleneingang da? Ja, hier ist einer. Wollen wir durchsneaken oder jetzt waschen? Durchsneaken. Ich muss erst mal gucken, was die haben. Oh, ich lege. Der ist alleine. Nein, das ist der andere Sneak. Komm hinter mir. Ja. Ich halt nur schwer einholen, Alter. Angriff! Also ich brauch einen Moment. Badex. Oh Gott, ich hab grad so einen schlechten Wiefel gemacht, egal. Komm hier nicht, ich bin hier in einer ziemlich ekligen Position. Warte, ich entferne das Wasser. Ich versuch, den Ofen abzubauen. Ich mach meinen Zweck. Ich hab einen Ofen von denen abgebaut. Ich baue mich durch. Oh, ich hab einen richtig crappy Impf. Oh, er macht so viel Damage. Lass auf Bedex, Oh fuck, Alter! Ach du Scheiße, der Damage. Sorry. Kann ich spectaten? Wow. Rüstung geht kaputt. Ja. Ah, ich bin tot. Sorry. So, das Pit geht jetzt gleich los in 10 Sekunden. Dann hoffen wir mal, dass wir ein paar schöne, spannende Kämpfe dort sehen. Ich denke mal, dass diese beiden hier das Ganze gewinnen werden. Sieg to win und er wird chicken. Beziehungsweise er wird chicken, weil er aber die beste Rüstung hat. Auf jeden Fall sorry für die FPS-Einbrüche hier. Und jetzt haut ihr schon hier der erste hoch. Mr. Lucky und Krimonuta wollte sich hochtauern, hat es aber leider Gottes nicht geschafft. Hä? Was macht er denn? Ist er runtergefallen? Er ist einfach runtergefallen. Was war das denn? Oh Mann. Ich weiß nicht, hat der abgeschossen oder so? Wir sind jetzt in der Lava und versucht gegen zwei Leute mit Schafenschwertern anzukommen. Das ist natürlich nicht so nice. Ich denke mal, dass Mr. Lucky gleich hier sterben wird. Aber Krimonuta versucht auf jeden Fall Damage zu machen. Weiß mir so vorhin, als wenn ich Saske spectate, weil Saske ist halt Stomper. Und der ist, glaube ich, runtergefallen und kämpft jetzt gegen Hicker. Das wird wieder hochgemacht. Ich denke, der Kampf hier unten ist spannender, weil es zwei sind, beziehungsweise vier Leute, die hier kämpfen. Da hinten geht's wieder weiter. Die werden auf jeden Fall erstmal auf Mr. Luke gehen. Krimonuta und Mr. Luke stecken sich jetzt wieder hoch vom Fiesler, haben glaube ich keine Lust mehr da unten zu kämpfen, da sie denke ich mal verlieren werden, da Evil Chicken und Sneak Domin einen klaren Rüstungsvorteil haben. Aber Evil Chicken und Dings meinen das genauso. Aber boah, das ist so cool, wenn man Ender mit einer von den beiden Endermatches ist, kann man sich einfach so cool hochstecken. Welches Kit ist eigentlich Evil Chicken ist Stomper. Endermatch und Stomper ist echt eine krass gute Kombination. Zumindest hier am Pit oder generell in HG. Ist natürlich immer blöd für den Typen, der Enderman spielt. Der kann dann wahrscheinlich meistens nicht so viele Kills machen, aber hey. Ich denke mal trotzdem, dass hier Evil Chicken und Sneak to Win das Ganze gewinnen werden, da sie erstens einen Rüstungsvorteil haben. Zweitens, Evil Chicken Stomper kann damit sozusagen, beziehungsweise er kann nicht, an Fallschaden sterben. Und ja.
Shisui ist auch so cool. Er ist einfach Archer, versucht die runterzuschießen. Oh Mann. Wenn Shisui das gewinnt, das wäre echt so irgendwie richtig cool. Ich meine, so als Archer, ganz gerne auf dem Tower gesessen und dann versucht die Leute runterzuschießen. Oh! Ja! Da gab's einen Stomp. Ja, wie gesagt, das ist echt ein wenig OP. So, dann gibt's ja den nächsten Kampf. Ich denke mal, dass Mr. Luffy auch gleich, leider Gottes, ja, er kann auf jeden Fall recraften. Also, er wird noch ein bisschen aushalten hier, wenn er sich nicht versoobt. Und leck! Oh! Ei! Sag mal, nicht laggen hier. Hallo? Laggen ist uncool. Laggen ist echt uncool. Meine Festplatte voll. Hallo, Festplatte? Nee, Festplatte ist nicht voll. Das war aber gerade echt krass. FPS einbricht auf jeden Fall haben. Caesarin und Abbott Chicken, die Mr. 01 Luki getötet. Ich kann hier wenigstens eine wunderbare Milch trinken. Oh, Abbott Chicken versucht jetzt, den Tower hier auszuschalten. Oh, Schneewelle! Dafür waren die gut. Oh! Eieiei, komm, spring hinterher. Ja gut, der Stomper ist jetzt unten. Jetzt müsste er eigentlich hier auf den Endermage gehen, auf die beiden hier auszuschalten. Denn Hicker rennt jetzt wieder zu ihm hin und versucht ihn runterzuschießen. Aber Hicker fällt runter natürlich. Oh Gott, jetzt wird spannend. Schreibt das Dinosaurus in... Jetzt sind sie da drin. Oh, ja, das wird eine knifflige Situation. Das ist auf jeden Fall für den Endermage. Denn er kommt dort unten nicht raus, aber sie haben jetzt alle Stärke. Das heißt, Abbott Chicken wird das, denke ich mal, gewinnen, da er ja Stärke hat. Er fokussiert sich auf jeden Fall erstmal auf den einen. Würde ich nämlich auch machen. Also immer, wenn da so ein Team ist, würde ich immer schön auf einen fokussieren. Aber wo ist das Evil Chicken? Ist der runtergefallen? Wo ist der hin? Da ist ja mit Luft aufgelöst. Ich glaube, der hat eine Enderperle geworfen oder so. Also anders könnte ich mir das echt nicht vorstellen. Aber hat Shizzy ihn? Hat er den bemerkt? Hat er Minecraft-Sound an? Ja, hat er ihn bemerkt. Ich dachte schon. Hätte er jetzt keinen Sound angehabt, das wäre echt lustig gewesen, weil Evil Chicken hätte könnte ihn einfach jetzt runterschubsen. Aber er ignoriert ihn einfach. Er denkt sich, ja, ich habe noch Stärke. Da kann ich mal auf den anderen Tower in der Mitte gehen. So, an Evil Chickens Stelle würde ich jetzt erstmal mich auf den Endermesh konzentrieren, weil den muss er töten. Andererseits, hat sich Slotosaurus natürlich wieder gerettet. Ich weiß nicht, wer jetzt von den beiden Lava platziert. Auf jeden Fall hat einer von Lava platziert. Evil Chicken ist natürlich in Lava. Und der eine ist runtergefallen. Wenn er jetzt richtig magen kann, ja, dann hat er sich schon wieder gerettet. Weil immer wenn man jemanden maget, kann man den dann nicht angreifen. Oh, die haben sich eingebaut. Ja gut. Was ist denn das hier? Sasuke will auch ein bisschen mitmischen. Oh Mann, jetzt ist aber spannend hier. Wer wird gewinnen? Ja, wenn man die ganze Zeit maget, ist halt schon ein bisschen blöd. Aber da sind zwei in Lava und... Och Mensch, jetzt sind sie alle unten. Jetzt müssen sie unten kämpfen. Aber Sasuke hat auf jeden Fall Stärke. Aber er brennt. Das ist nicht so schön. Oh, jetzt kommt wieder die Mage-Taktik. Die wollen auf jeden Fall ein bisschen kämpfen hier. Beziehungsweise Sasuke möchte kämpfen. Ist doch verständlich, da er... Oh, Shizzy ist runtergefallen. Och, Mann, Shizzy, was soll denn das? Warum fällt es denn einfach hier runter? Ach, Mensch. Ich weiß gar nicht, ob er hier runtergefallen ist oder irgendwo anders. Auf jeden Fall ist er an Fallschaden gestorben. Armer Shizzy-Mensch. Oh, jetzt wird hier ein bisschen Bogen-Action gemacht. Ich denke mal, dass es nicht so viel Damage macht, aber sein Bogen ist entschadet. Ich weiß nicht, ich glaube Power 1 bestimmt. Ja, es kann nicht das jetzt... Oh, fuck. Hab ich kurz... Oh, mein Gott. Was? Hat er ihn sneaken oder so geschrieben? Oder sind die MTS? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das war echt voll cool. Ja gut, dann, Abbott Chicken, Sneak to Win und Sasuke sind noch, dabei. Die drei haben jetzt schon mal was gewonnen, das ist auf jeden Fall cool. Also ich weiß nicht, was die drei machen, denn, Sasuke greift Abbott Chicken und Sneak to Win nicht an. Ich denke mal, dass die so ein bisschen Frieden miteinander ausgemacht haben. Aber, ja, vielleicht machen sie so, weil er will to be runt werden. Ah, alles klar. Hättest du da mal richtig zeigen, was er drauf hat, oder? Okay, sieht uns auch unter Lava. Hi, denke mal, das Team, Abbott Chicken und Sneak to Win. Erstens Sasuke bei 2v1, auch wenn Sasuke ein ziemlich guter PvPer ist, denke ich mal nicht, dass er einen 2v1 gegen so gute Rüstung von Abbott Chicken und gegen eigentlich auch sehr gute Rüstung von Sneak to Win, dass er das reißen kann. Das glaube ich nicht, auch wenn er ziemlich krass ist. Man kann ja mal in sein Inventar gucken. Mal gucken, hier, schauen wir mal. Ist das eins? Ja, ich denke. Hat auf jeden Fall ziemlich viele Sachen zum Recraften. Das heißt, ich denke mal, Sasuke wird noch ziemlich lange aushalten. Aber seine Rüstung bricht auch schon. Von daher könnte das Ganze kritisch werden. Aber er kann sich da ja immer wieder neue Rüstung holen. Von daher. Oh, jetzt wird sogar Obsidian platziert. Och Mensch, was eine Verschwendung. Hätte sich doch einbauen können. Na gut, mit 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob man sich damit einbauen hätte können. Mit 5 Stück. Einfach nur auf die Zeit dann, bis Sasukes Rüstung kaputt ist. Ja, jetzt wird es langsam. Zeit zum Sterben, lieber Sasuke. Oh, er muss recraften. Oh, er hat's geschafft. Jetzt geht's aber richtig rund. Letzten Sub-PvP-Spielers. Gleich geht's. Ja, er rennt schon weg. So frisch ist sie auch nicht, aber... Oh, Chespin ist auch weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er hat nicht mehr lange. Aber er hält echt sehr lange aus. Er ist auch... Ja, Sneak to Win und Abbott Chicken haben halt auch einen krassen Vorteil. Zum Beispiel Abbott Chicken kriegt halt fast keinen Schaden durch seine Rüstung. Und wenn er Schaden bekommt und seine Rüstung langsam zu Bruch geht, hat er auch noch Stack und auch noch 64 Kukubins dabei. Von daher, ja, das wird auf jeden Fall ein Sieg für das Team von Abbott Chicken und Sneak to Win.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Sasuke aufhört zu suppen, beziehungsweise irgendwie fällt oder keine Suppen mehr hat. Ich denke mal, es kommt darauf an, bis wann er keine Suppen mehr hat. Aber es ist echt krass, wie krass er tanken kann. Der bekommt so viel Schaden jetzt. Oh, er hat gar keine Rüstung mehr. Er hat kaum Rüstung. Oh Mann, jetzt wird's geil. Okay, er hat kaum noch was zum Recraften. Aber sie hat aber wieder voll Impf. Oh mein Gott. Er tankt wie ein Weltmeister. Guckt euch das an. Er muss einfach... Das ist einfach... Bei jedem Hit muss er einfach supen. Er muss bei jedem Hit supen. GG. Die beiden haben das Event gewonnen. Ein Siegerfoto. Was hat ihr denn überhaupt gewonnen? Die beiden haben zweimal 90 Tage Pro und einmal 30 Tage Pro gewonnen. Das Ganze können sie jetzt Giveaway oder halt für sich selber benutzen, aber ich denke, dass Evil Chicken, da ja schon einen Pro-Rang hat, auf jeden Fall es Giveaway wird. Und deshalb würde ich mal sagen, dass diese beiden Jungs auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Denn da könnt ihr mal vorbeischauen, vielleicht machen sie ein Giveaway, vielleicht laden sie auch die ganze Runde hoch. Werde ich das später mal verlinken, wenn sie es hochgeladen haben. Oder egal, könnt ihr auf jeden Fall deren beiden Kanäle auschecken und auch, wie gesagt, nee, Pandas Kanal mal auschecken. Und ja, so viel, wir machen jetzt Nidorin und Evil Chicken noch einen Endkampf. Dann gucken wir mal, wer hier gewinnen wird. Das Ganze wird mit einem Steinschwert gespielt und mit einem Full Inventory Suppen. Wir gehen Evil Chicken, die erste Combo, beziehungsweise die ersten guten Hits. Oh, ich denke mal, Johnson hier aus, er hat so viele Suppen und Nidorin, ich glaube, Nidorin hat weniger Suppen. Aber er hat doch gerade, Evil Chicken gibt doch gerade die besseren Hits. Wie schaut es jetzt aus? Er hat nur noch zwei Suppen. Evil Chicken hat noch, ja, er hat noch mindestens anderthalb Hotpass. Würde ich sagen, könnte ich gleich schon mal GG in den Chat schreiben, denn Evil Chicken wird das Ganze hier gewinnen. Während sich das nicht noch einmal versucht, aber das glaube ich nicht. Ja, GG an Evil Chicken. So, dann war es das Ganze hier von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und schaut bitte bei Nepanda vorbei und schaut auch bei Sneasterin und Evil Chicken vorbei. Die beiden haben das Event gewonnen. Da würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und bye.